Fachtag Schienen- und Weichenbearbeitung 2019. Der Einladung von Foslo sind rund 300 Fachleute aus Deutschland, Europa und der Welt nach Hamburg gefolgt. Wir sind stolz auf das, was wir Ihnen heute zeigen. Wir wollen Ihnen damit zeigen, nicht nur das, was wir heute können, sondern wir wollen Ihnen auch im Laufe des Tages das zeigen, wo wir hinwollen, woran wir arbeiten, was unsere Vision ist von Schienen- und Weichen-Instandhaltung der Zukunft. In Zeiten von Klimaschutz und Mobilitätswende hat das System Eisenbahn in Deutschland viel Rückenwind aus Politik und Gesellschaft. Das heißt aber auch, wir werden viel mehr Rad auf Schiene erleben. Das bedeutet für die meisten, die hier von Ihnen sitzen, noch mehr Arbeit, denn das Thema Belastung der Infrastruktur wird massiv zunehmen. Wie sehen die Erfahrungen der chinesischen Staatsbahn mit dem Schleifzug HSG 2 aus? Was leistet die neue Minifräse MPM? Wie lässt sich mit der Software MR Pro eine umfassende Zustandsanalyse der Infrastruktur erstellen? Und wie wird aus den digitalen Werkzeugen in Verbindung mit den kleinen und großen Schienenbearbeitungsmaschinen von Foslo ein System zur intelligenten Instandhaltungsplanung? Foslo möchte seinen Kunden die Unterhaltung der Infrastruktur so einfach wie möglich machen. Das Gesamtpaket trägt daher den Namen Easy Maintenance. Das Fazit aus zahlreichen Vorträgen: Es ist viel mehr möglich, als manche denken. Natürlich gab es auch einen Blick hinter die Kulissen. Hier bei Foslo in Hamburg besteht eine eigene Fertigung, in der Maschinen wie der HSG City oder die Minifräse MPM gebaut werden. Wir erleben hier eine ganz neue Sicht auf das Thema Instandhaltung mit neuen Technologien, die viel höhere Bearbeitungsgeschwindigkeiten ermöglichen. Gerade auch die Kombination aus Schleifen und Fräsen gibt uns viele neue Möglichkeiten. Deshalb verfolgen wir das alles mit großem Interesse. Beim Praxisteil sind die Fachleute vor allem von den drei Schienenfräsen begeistert. Dieser Zwei-Wege-Frästruck bearbeitet Schienen und Weichen besonders wirtschaftlich. Die Minifräse MPM ist derzeit in der Erprobung. Größtes Exponat beim Fachtag ist die Hochleistungsfräse HPM, die in Kürze die Anwenderfreigabe erhalten wird. Wir sind nach Deutschland gekommen, um uns über die neuesten Entwicklungen im Bereich Schleifen und Fräsen zu informieren und sind ganz beeindruckt von den Innovationen, die wir hier sehen. Wir haben eine große Hafenbahninfrastruktur und wir arbeiten schon lange vertrauensvoll und sehr gerne mit Foslo zusammen. Wir freuen uns über neue Impulse und sind immer neugierig darauf, was wir hier noch verändern und verbessern können. Wir interessieren uns für den HSG City. Wir haben schon einen kurzen Probeeinsatz gemacht und wir können uns vorstellen, dass das auch ein Fahrzeug ist, mit dem wir zukünftig die Schienenpflege machen und beobachten mal so die weitere Entwicklung und die Erfahrung von den anderen. Innovationen rund um die wirtschaftliche Instandhaltung von Eisenbahninfrastruktur. Foslo setzt mit seinen Technologien immer wieder neue Maßstäbe.